Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von klar.tv. Heute aus dem Studio Koblenz mit einem Leserbrief von Herrn Riedel aus Nürnberg zur rechtlichen Lage der BRD, den ich Ihnen nun gerne vorlesen möchte. Noch immer halten viele Deutsche die Bundesrepublik Deutschland, BRD, für einen souveränen Staat. Dabei hätten die Enthüllungen des Ex-CIA-Agenten Edward Snowden über die Machenschaften der US-Dienste jedem denkfähigen Menschen längst die Augen öffnen müssen. Ich fasse einmal die wichtigsten Hinweise zur rechtlichen Lage der BRD zusammen. Dr. Wolfgang Schäuble erklärte 2010 als amtierender Innenminister: Wir sind in Deutschland seit dem 8.5.1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und Gregor Gysi 2013 im Bundestag: Ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut noch immer gilt. Schon 1949 hatte Professor Carlo Schmidt, der Vater des Grundgesetzes, im Parlamentarischen Rat die Bundesrepublik Deutschland als Organisation einer Modalität der Fremdherrschaft, also schlicht als Fremdherrschaft, bezeichnet. Tatsächlich hat die Bundesrepublik Deutschland als staatsähnliche Selbstverwaltung von den Alliierten den Auftrag, das Deutsche Reich zu verwalten. Durch den Notenwechsel vom 27. und 28. September 1990 dürfen die Alliierten in den Wirtschaftskreislauf eingreifen. Ist die BRD demnach die Macht, die in fremden Auftrag das Deutsche Reich verwaltet? Dies ist ein unhaltbarer Zustand, der, wenn er anhält, das deutsche Volk ins Verderben reißen wird. Aufgrund dieser und vieler weiterer Fakten erhebt sich selbstverständlich die Frage, ob die BRD ein Staat ohne Legitimation ist, beziehungsweise ob die von der BRD erlassenen Gesetze und die von den Gerichten gefällten Urteile überhaupt rechtsgültig sind. Sehr geehrte Damen und Herren, dazu noch ein Zitat von Hans Herbert von Arnim, Professor für öffentliches Recht und Verwaltungslehre in Speyer. Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat. Er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat. Er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Sehr geehrte Damen und Herren, für die Weiterverbreitung dieser Sendung vielen Dank. Bis morgen auf klar.tv. Liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie auf klar.tv aus dem Studio Münster begrüßen zu dürfen. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben mit zwei Ausnahmen, und zwar David Cameron aus England und Viktor Orban aus Ungarn, den Luxemburger Jean-Claude Juncker kurzerhand zum neuen Kommissionspräsidenten bestimmt. Die legitime Wahl für diesen Posten ist damit auf völlig illegitime und undemokratische Weise ausgeschlossen worden. Doch wer ist Juncker? Warum muss er es sein und was haben wir von ihm zu erwarten? Sein berühmtes Zitat wurde bis heute weder relativiert noch zurückgenommen. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter. Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Wir sollten sehr aufmerksam verfolgen, was demnächst im EU-Parlament beschlossen wird und wovon es kein Zurück mehr geben soll. Ist das nicht Krieg gegen das eigene Volk, begünstigt durch ominöse Geheimhalter von solch wichtigen Fakten zur Person Junkers? Meine Damen und Herren, ist dies auch ein Beispiel dessen, was die so demokratische Regierung der EU unter einer demokratischen Wahl versteht? Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Anlässlich des Neujahrsempfangs der luxemburgischen Presse am 8. Januar 2013 hat Jean-Claude Juncker, Premierminister von Luxemburg und Euro-Gruppenchef, eine denkwürdige Aussage gemacht. Er verglich das Jahr 2013 mit dem Vorkriegsjahr 1913. Damals glaubten alle Menschen an Frieden, bevor im Jahr darauf der Krieg ausbrach. Steckt hinter der Aussage Junkers seine persönliche Meinung? Oder ist es Insiderwissen über die Agenda der Machtelite, das er hier preisgibt?
Dies würde ja bedeuten, dass für 2014 ein Krieg geplant ist. Doch von wem und gegen wen? Willkommen bei der unzensierten Information aus aller Welt. Das Juncker-Prinzip verliert seine Kraft. Jean-Claude Juncker, Luxemburgs Ministerpräsident und bis Ende des Jahres 2012 Chef der EU-Länder, sagte bereits im Jahre 1999: Wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Wenn man solche Worte von einem Führungspolitiker hört, muss man sich ernsthaft fragen, welche Ziele unsere Politiker eigentlich anstreben. Vom Wohl für das Volk ist hier nichts mehr zu spüren, sondern vielmehr das Gegenteil. Denn wenn das, was sie beschließen, eigentlich Geschrei und Aufstände hervorrufen müsste, können es ja keine Beschlüsse für das Volk sein, sondern solche, die ihm, sprich uns, hinterhältig in den Rücken fallen. Doch damit ist jetzt Schluss, denn wir klären sie auf. Verehrte Damen und Herren, möchten Sie auch, dass man uns solche Informationen nicht vorenthält, und haben Sie ein öffentliches Unrecht zu berichten? Dann können Sie gerne Ihre Infos oder Klage gegen Medien bei klagemauer.tv einreichen. Wir verabschieden uns aus dem Studio Nürnberg. Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass man davon nichts hört. Und da muss man schon sagen, erkennt man eine Gleichschaltung der Medien dabei. Das kann ja nicht so von ungefähr sein, dass eine so wichtige Sache völlig unter den Tisch fällt. Eurogent-4, die Europäische Gendarmerie Force, die existiert ja noch nicht lange, ist 2003 eigentlich erst einmal vorgeschlagen worden von französischer Seite und wurde dann, es gab zwar schon eine erste Übung 2005 und dann 2006 war das Ganze auch umgesetzt. Seitdem existiert diese paramilitärische Geheimtruppe, die im Prinzip in der Lage ist oder in die Lage versetzt wurde auch von der EU, dass sie überall eingreifen kann, wenn eben ja, im Inneren Unruhen entstehen, also natürlich in Krisenzeiten, auch gerade wenn wir von der Wirtschaftskrise sprechen, das eine kippt ja schnell ins andere über und von daher soll es natürlich laut den Statuten dann dienen, dem Schutz der Bürger, der Bevölkerung und der öffentlichen Sicherheit. Nur zum anderen kann es eben sehr schnell gegen die Bevölkerung gerichtet werden. Und es ist einfach so, dass man dann sich eines Tricks praktisch bedient. Dass man sagt, gut, wir können ja nicht die Armee des Landes im Prinzip gegen die eigene Bevölkerung aufmarschieren lassen. Also haben wir hier diese Spezialtruppe und die kann das dann übernehmen. Und dann natürlich ist es Definitionssache, sozusagen ab wann eingegriffen wird, ab wann eingeschritten wird. Ne? Das ist ja auch nicht völlig klar und das wird dann auch im Einzelfall besprochen. Und auch jetzt angesprochen Griechenland, hier sind natürlich entsprechende Auflagen jetzt dazugekommen, die vom Land erfüllt werden müssen. Die Bürger spüren das natürlich. Aber wie weit entwickelt sich das? Wie geht das? Die Eurogent 4 steht sozusagen in der Reserve, die ist da, die wartet für den Ernstfall eingesetzt zu werden. Und die Legitimation hat natürlich immer der Mächtige. Ne? Ja. Und auch übrigens die Eurogent 4. Ich meine, die kann natürlich dann auch, es wird dann das nationale Recht ausgehebelt, die greift einfach ein. Es gilt zwar das nationale Recht weiterhin, aber sie können dann zum Beispiel eben auch nach Ermessen handeln und beispielsweise alle Gebäude, die sie besetzen, genießen Immunität, Plätze, alles immun. Und von daher also, es ist wirklich so, dass einfach das als EU-Recht sozusagen dann gilt und daran haben sich alle anderen dann zu orientieren.
Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk »Der bedrohte Frieden«, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens: Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens: Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens: Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens: Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens: Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens: Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens: Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens: Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens: Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens: Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens: Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens: Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt: Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.